South Beach aus dem Bus ausgestiegen. Boom. Mega Frauen. Und dann wusste ich, okay, hier bist du richtig, Digga. Wie teuer ist ein Flug von Tulum in die USA? Du musst da keine Maske tragen. Weißt du, wie erfrischend das war, mal wieder in den Laden reinzugehen ohne Maske, Bruder? In Tulum ist es mehr wie Paradies so. Du hast halt keine Hochhäuser, du hast nichts. Du hast einfach nur Palmen, Steine, Tiere am Rumlaufen, so fette Echsen. Hier ist der Sand butterweich. Da war der so körniger irgendwie. Körny-Vibes, man. Körne den Motherfucker. Weil nicht nur die Miete ist teuer, auch wenn du einkaufen gehst. Was hältst du von den deutschen YouTubern? Haut's? Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip. Geil, Alter. Miami war bestimmt Baba, Bruder. Miami war krass, Digga. Und ich hab nicht mal viel erlebt, Bro. Ich hab nicht mal so viel erlebt. Also, was heißt nicht viel erlebt? Ich hab sehr viel gesehen und so, aber ich bin halt auch nicht so viel. Ich war nur 3 Tage da, weißt du? Erster Tag war nur Struggle, Digga, wegen Geld wechseln. Ich konnte das Geld einfach nicht wechseln. War nur Struggle die ganze Zeit wegen Geld wechseln gewesen. Am Ende des Tages hat mir ein Kubaner geholfen. Der hat dann einen Bank-Account gehabt und der hat mir dann so das Geld dann einfach gewechselt. Ich habe es dem gegeben, der hat es gewechselt. Und ich schwöre dir, ich habe den ein paar Tage später gesehen, der war auch leider obdachlos, Bro. So. Und dann an dem Tag ging nicht mehr viel. Nächsten Tag bin ich dann direkt aufgestanden, joggen. Und das war alleine schon ein Vibe. Das war schon ein Vibe, so. Aufgestanden, joggen gegangen, habe ich hier nicht einmal gemacht. Nicht das Gefühl danach gehabt. Aber da aufgestanden, boom, Miami Beach, Digga. Yes, yo, jeder, du guckst raus, jeder ist am Joggen, jeder ist am Sport machen. Ich raus, zack, joggen gegangen. Geil, bisschen gestretched, gedehnt. Danach war da noch so ein kleiner Park, ne? Auf jeden Fall war dann da so ein kleiner Park, wo man pumpen konnte, trainieren konnte. Dann habe ich zwei Jungs und ein Mädel da getroffen. Natürlich, ratet aus welchem Land? Argentinien. Der eine kam aus Playa del Carmen, Bruder. Das ist auch kein Zufall auf jeden Fall. Der kam aus Playa del Carmen. Und haben uns unterhalten, der andere war Fotograf, der hat mir heute Morgen geschrieben, der hat gesagt, Bro, sollen wir Fotos machen? Also ich war nur 2-3 Tage da und es gab schon voll viele Opportunities, was zu machen, aber ich habe leider halt, was soll ich sagen, Digga, ich habe halt leider keine Zeit dafür gehabt. Dann haben wir da ein bisschen gequatscht, habe ich da ein bisschen gepumpt und so. Was habe ich noch gemacht an dem Tag? Genau, dann bin ich an den Beach gegangen. Also da, wo ich war, North Beach, war brutal langweilig, sage ich euch ehrlich, sage ich euch, wie es ist. War überhaupt nicht langweilig. War überhaupt lang. Bruder, überhaupt nicht langweilig, na Mann, Digga, was laberst du für eine Scheiße, Bruder, manchmal. Ich habe so einen komischen Sprachfehler manchmal, Bro. Macht gar keinen Sinn. Egal, auf jeden Fall war das da brutal langweilig an dem Ort, wo ich da war. Und dann bin ich direkt nach South Beach rübergefahren und da habe ich dann den Schock gekriegt, so. South Beach aus dem Bus ausgestiegen, boom. Direkt erstmal 5 Mega-Frauen, wirklich Mega-Frauen. Ich meine, wenn ich Mega sage, dann meine ich wirklich Mega, Digga. So, das waren Mega-Frauen, Bro. Ich habe hier schon viel gesehen in Mexiko, Tulum, Cancun, Playa del Carmen und so, aber Bro, das war Next Level auf jeden Fall für mich. So, sehr hübsche Frauen und dann wusste ich, okay, Bro, hier bist du richtig, Digga. Ja, da ein bisschen rumgelaufen. Mir ein bisschen die Vibes da reingezogen, Ocean Drive durchgelaufen, alles reingezogen. Dann habe ich da ein Gym gesehen, dann musste ich nochmal trainieren, richtig trainieren. Habe ich da noch ein kleines Workout durchgezogen, habe ich da eine kennengelernt, die Autorin ist. Die macht Poetries, schreibt Bücher und so ein Shit. Und dann habe ich mich mit der da ein bisschen unterhalten. Dann habe ich noch da, genau im selben Gym, habe ich dann auch noch den türkischen Bruder kennengelernt. Da habe ich einen türkischen Bruder kennengelernt aus Istanbul, der ein relativ berühmter Koch ist, auch schon in mehreren TV-Shows und so am Start war. Und ja, habe mein Workout da durchgezogen und dann war ich South Beach, erste Mal am Strand. Und sowas habe ich in meinem Leben auch noch nie gesehen. Also einfach ein Strand, der so fucking riesig ist. Digga, fuck, Bro, das war einfach riesig. Von dem Eingang bis zum Meer waren es über 100 Meter, safe. Also, ich weiß nicht, ich war schockiert auf jeden Fall. Als Allmann, der... Und ich habe schon hier in Mexiko richtig geile, nice Strände gesehen. Aber das, was ich da gesehen habe, war auch nochmal was anderes. Was ich aber sagen muss, Tulum im Winter
ja, schwer zu vergleichen, aber der Sand ist einfach schöner. Es ist mehr wie Paradies. In Tulum ist es mehr wie Paradies so. Du hast halt keine Hochhäuser, du hast nichts, du hast einfach nur Palmen, Steine, Tiere am Rumlaufen, so fette Echsen und so. Das ist halt nochmal, ist nochmal anders. So stelle ich es mir auch ein bisschen in Afrika vor. So in Miami war halt Buildings, Hochhäuser, Hotels, auch Palmen. Strand war auch nicht jetzt übernice vom Sand her. Der Sand ist so körniger. Hier ist der butterweich. Also hier ist der Sand butterweich. Da war der so körniger irgendwie. Körny Vibes, man. Körne den Motherfucker. Ja, das war schon auf jeden Fall anders. Und ja, Mann, ansonsten habe ich an dem Tag auch nicht mehr viel gemacht, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich 2-3 Mal in South Beach, Ocean Drive, Colin, wie heißt es nochmal? Collins Avenue oder wie heißt die Scheiße nochmal? Kennt sich jemand aus? Da war ich gestern Abend noch und das war auch sehr, sehr, sehr schön mit den ganzen Restaurants und Bars. Da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Aber wie gesagt, Miete kannst du da einfach nicht bezahlen. Also da musst du schon echt fett Money machen, damit du in Miami leben kannst. Weil nicht nur die Miete ist teuer, auch wenn du einkaufen gehst. Ich war jetzt hier in Mexiko wieder einkaufen und das ist einfach nicht vergleichbar. Alleine Wasser, Getränke, Pasta und so ist einfach teurer. Ist einfach viel teurer in Miami. Die machen auf jeden Fall krass Geld da, die Jungs. Also die Leute machen auf jeden Fall, machen da auch krasse Asche. Ich glaube halt auch, wenn du in Miami lebst, gerade auch für so einen Typen wie mich, bist du halt auch mehr motiviert, mehr Gas zu geben und dann verdienst du automatisch mehr Geld. So. Also es ist immer, man muss es immer abwägen, es ist immer so eine Waage. So, ne? Es muss sich die Waage halten. Aber wie ich schon gesagt habe, in Deutschland, in Berlin habe ich 1.300 Euro Miete bezahlt. Bro. Collins Avenue, genau. Warum geht das immer wieder hoch, Bro? Haut's? Bruder, mach nicht diesen jetzt, Digga. Schreibt gerade einer, dir fehlt eine ganz wichtige Sache im Leben. Das Einzige, was mir fehlt, ist eine Frau, Bro. Das ist ganz wichtig, Digga. Ich brauche eine Frau, Bro. Ich brauche eine Frau. Am letzten Abend, gestern Nacht, habe ich noch einen Deutschen getroffen auch. Miami geiler als L.A., meinst du? Ich war noch nicht in L.A., Bro. I don't know. Ey, ich habe voll vergessen, die Donation vorzulesen. Marvin Klages hat 1,49 Euro da gelassen. Dafür alle mal jetzt eine Faust rein. Der Brother ist am Supporten, Digga. Ich bin dankbar für jeden Support, Bro. Vor allen Dingen, weil ich jetzt das Ziel habe, nach Miami zu ziehen, Bro. Miami Hidden Man. Allein wenn ich das sage, Miami Hidden Man, hört sich so an, als ob das für mich gemacht ist, Digga. Miami Hidden Man. Faust rein da jetzt, Jungs. Was ist los? Stark. Was trinkst du da? Be water, my friends. Wie teuer ist ein Flug von Tulum in die USA? Bro, du meinst nach Miami? USA ist groß. USA ist big, Bro. Ist big. Ist big, Bruder. Big, big. USA ist nicht wie Deutschland. Da kannst du nicht einfach mal so von Miami nach New York fahren, so aufgechillt. Geht nicht. Oh shit, man. Marvin hat nochmal 2 Euro da gelassen, um abzuklatschen mit der Faust, Digga. Komm. Unten, oben und rein. Stark, Digga. Wirklich danke für jeden Support, Bruder. Danke für den Support, Bro. Ich küsse dein Herz. Bleib so, wie du bist, Bro. Gökhalb ist wieder mit ein paar Lire auch am Start, Bruder. Bester Mann. Wie geht's dir überhaupt, Bruder? Alles gut? Ja, Miami. Was habe ich bezahlt für den Flug? Nicht viel. Und hin und zurück 200 Euro oder so, glaube ich. 170, 200 Euro, glaube ich. Glaube ich. Nagelt mich nicht fest. Selbst Mexiko ist strenger als fucking Florida, Bro. Du musst da keine Maske tragen. Weißt du, wie erfrischend das war, mal wieder in den Laden reinzugehen ohne Maske, Bruder? Einfach mal wieder einkaufen gehen. Einfach mal wieder einkaufen gehen. So, ohne jetzt eine Maske sich reinzuziehen. Boah, das war so schön, Digga. Ich schwör's dir. Das war so schön. Das war einfach so schön. Digga, wirklich jetzt. War geil.
ist schade. Ist schade, echt. Ist echt schade, Digga. Hast du Donald Trump getroffen? Ja, ja, Bro. Ich war Kaffee trinken mit dem, Bruder. Willst du mich verarschen, Digga? Den einzigen, den ich gerne gesehen hätte, wäre DJ Motherfucking Khaled, Digga. Ich schwör's dir. DJ Khaled, den wollte ich schon immer treffen. Deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal zurück nach Miami. Ich will DJ Khaled sehen, Bro. Das ist einer von wenigen Menschen, der, glaube ich, einfach eigentlich den gleichen Vibe hat wie ich so. Der ist genauso durch und genauso positiv und so. Ich glaube, der ist geil. Bro, für deinen Körper würde ich jetzt 10.000 Euro geben, ohne Training. King OZ. Echt? Ja, okay, lass machen. Willst du mal in der Schweiz wohnen? Ich weiß sie nicht, Bro. Ich finde die Schweiz auf jeden Fall geil. Ich finde die Schweiz sehr, sehr, sehr geil. Die Schweiz ist schön. Ich habe nur Positives im Kopf, wenn ich an die Schweiz denke. Mikrofon führt Eigenleben, ja, bewegt sich einfach, ja. Was ist mit denen an? Bleib mal still. Ich habe eine Feder rausgenommen. Schweiz beste, Bro. Schweiz ist geil, ne? Lebst du in der Schweiz oder was? Wer ist Khaled, Bro? Du bist Optimus Prime. Ich bin Optimus Prime in dem Shit, Bruder. Flexst du wegen Cynic? Ja, genau. Grüße gehen raus nach Berlin, Digga. Komm her. Ich nehm dich in den Arm, Diggi. Hab Bilder gesehen. Du mit 15 am Flexen. Stalking it in, man. Gib mir die Stalky-Vibes, Digga. Wo hast du es gesehen, Dunja? Erzähl mal. Was hältst du von den deutschen YouTubern? Nicht viel. Spaß. Es gibt eine Handvoll Nice. Der Rest, Einheitsbrei. Ich mag Menschen, die Kante zeigen, Digga. Ich mag Menschen mit eigener Meinung. Ich mag Menschen mit Balls. Und ich meine nicht Balls im Sinne von irgendjemand auf die Fresse hauen oder so, sondern einfach Balls, man selbst zu sein, Digga. Und das sehe ich halt selten. Ja. Das sieht man halt selten. So einfach, die nicht versuchen, immer allen zu gefallen und ja und oh und rechts und links, sondern einfach man selbst sein, Bro. Einfach mit dem, wie du bist, dir was aufbauen. So. Und wenn es auch mal nach hinten losgeht, geht es auch mal nach hinten los. Und wenn deine Meinung mal fernab von allen anderen ist, dann teilst du die trotzdem, Bruder. Weil du bist du und nicht irgendein Vollidiot, der allen gefallen will, so. Weißt du? Ja. Das habe ich auch gelernt. Und feierst du Flying Uwe, schreibt einer Flying Uwe, feiere ich, ja. Ja. Ich bin auf Fitna hinaus wie ein Balkon im Haus. Haut's? Na Mann. Feierst du Montana Black? Ja, feiere ich. Jetzt fragt ihr alle durch, wa? Bruder, siehst fresh aus. Ich glaube, du auch, Bro. King OZ sagt, Bruder, bin gerade Reeperbahn auf dem Kiez, Digga. Ist alles nicht mehr wie früher. Man verliert langsam Interesse an allem. Kein Plan, woher das kommt. Bro, das ist kacke, Digga. Ich schwöre dir, ich habe auch so eine krasse Lustlosigkeit aufgebaut in der letzten Zeit in Germany. Weil einfach so... Bro, ich bin halt auch ein Typ, ich passe mich schnell an, ne? Und ich glaube, Menschen sind allgemein so. So, Menschen sind einfach allgemein so, die passen sich schnell an, Bro. Und dann, wenn die sagen so, du musst jetzt immer zu Hause bleiben, du musst zu Hause chillen, du darfst nicht mehr rausgehen, du darfst das nicht, du darfst dieses, okay, dann chill ich halt zu Hause, Bro. Mache ich meine Videos, Digga, hole ich mir ein bisschen Trainingsequipment für zu Hause einfach, scheiß drauf, geh nicht mehr raus, dies, das, bla, bla, bla. Aber Bruder, am Ende des Tages, wo der Lockdown sich dann wieder ein bisschen geregelt hat, so, Ich bin auch nicht mehr rausgegangen, Bro. Ich bin dann einfach viel mehr zu Hause geblieben, so. Also allgemein, man ist so... Ja, man, die Lustlosigkeit wird größer, wenn man nichts mehr machen darf oder verhindert wird, Digga. Oder das nicht mehr und hier nicht. Die Lustlosigkeit kommt dann so an den Start, Digga, weißt du? Das ist nicht geil. Ist nicht geil, Bro. Ist echt schade, Digga. So, viele fangen an, Bro, ich habe auch dann voll viel gekifft und so, nichts mehr gemacht, Digga. Einfach nur gechillt und so. Ich glaube, viele fangen an zu saufen, fangen an irgendwas zu machen zu Hause, Bro. Wenn jetzt schon wieder so ein Lockdown kommt im Winter, Digga. Zack Plus ist geblieben, Flair hat noch ein Interview gemacht, Manuelsen hat noch ein Interview gemacht. Die zwei.
So, das sind die einzigen beiden aus der Szene. So, weißt du, was ich meine? So, und das ist auch, werde ich auch nicht vergessen. Bro, sitze gerade in meinem AMG, mir geht's finanziell gut, Bro, aber glücklich bin ich gar nicht. Mir fehlt irgendetwas, was ich mit Geld nicht kaufen kann. Verstehst du, was ich meine, Bro? Ja, bei mir ist es das Gegenteil. Ich sitze ohne Geld in meinem Nicht-AMG und hab nichts am Start, Bruder. Aber was ich auf jeden Fall habe, sind Vibes, Liebe und positive Energie, so. Das habe ich halt und das erfüllt schon krass. Aber ich sage dir, mir fehlt das andere Extrem. Deswegen, man muss so eine Waage finden, sag ich.